Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatutu, beim Clan True Warriors und zu meiner ersten Dorf-Check-Burgen-Besuchsfolge. Ja, ich habe euch aufgefordert, mir eure Texte zu senden, damit ich mir mal einfach so eure Dörfer anschauen kann, sie so ein bisschen bewerten kann und alles natürlich aus meiner Linse, also nichts dabei denken, wenn das eine oder andere vielleicht an der Stelle nicht richtig ist, aber wir legen gleich los. Ich habe mir eine Liste gemacht, alle die Einsendung in eine Textdatei reingepackt, sodass ich nur noch die Text eingeben muss und dann finden wir die Dörfer sicherlich ganz, ganz schnell hier wieder. Wir fangen an mit dem Mr. Mobile Fanboy aus dem Clan Tyrannokillers und gucken uns auch gleich das Dorf an. Das eine oder andere habe ich mir vorab schon mal angeschaut, um zu sehen, dass vielleicht nicht irgendwas zerstört ist oder so. Aber wir sehen hier ein tolles RH8 und das, was man als RH8 eigentlich relativ früh macht, ist, man baut seine Lars erstmal sehr, sehr hoch, um die Drachenangriffe abzuwehren. Und er hat hier aber schon den Flächenschaden schön hoch, hat die Kanonen alle schon auf Max-Level. Der hier ist auch schon soweit fertig. Ich glaube, der geht nur auf 2 hoch. Jetzt gehen die Bogenschützentürme, die gehen ja 2 Level jeweils hoch. Also sieht sehr, sehr gut aus und hat auch schon ein paar Mauern gemacht hier. Von den Truppen sieht das auch richtig klasse aus. Erstmal den King hochziehen. Das habe ich auch so gemacht, denn dann ist man da schon mal von ab und hat das ganze andere Dunkle jetzt erstmal für den Golem. Den hat er schon fertig. Ich denke mal als nächstes, ich hoffe, es sind die Schweine dran. Er hat auch welche ausgebildet, denn auf Level 4 sind die ja schon richtig gut. Hier im Bereich hat die Drachen schon schön fertig. Der Päcker geht noch eine Stufe. Also hier geht noch was. Auf jeden Fall nicht vergessen, die dunklen Zauber hier mitzumachen. Dann bist du auf einem richtig guten Weg hier. Ein richtig guter Achter und vor allen Dingen dann auch für den Start auf RH9 hat er sicherlich hier alles richtig gemacht. Okay, wir nehmen uns die nächste Tag. Also ich habe die so ein bisschen in Reihenfolge genommen, so wie sie auch gemeldet wurden. Und ich denke mal, wer in dieser Folge nicht drankommt, der kommt in anderen Folgen vor. Das ist, ich hoffe, das ist die richtige Tag. Bei mir war es zumindest The Beast, glaube ich, hat bei mir ja doch The Beast hat das bei mir gepostet und RH9 in Titan League. Das ist natürlich richtig krass und schönes RH9 hier. Queen, ja, geht erst auf Level 13, also hier hättest du vielleicht so ein bisschen eher die Helden machen müssen. Der ist schon auf Level 13, also zieh unbedingt die Helden nach, aber mit, muss echt fast sagen, mit so kleinen Helden hier in der Titan League zu sein, ist natürlich schon nett. Gar keine Fragen. Ist auch schön am Mauer machen. Die Base brauche ich mir, glaube ich, gar nicht großartig anschauen. Hier ist alles an Dev maxed out an der Stelle. Und hier geht noch der Feger in der Mitte. Jawohl, die habe ich auch erst komischerweise sehr, sehr, sehr spät gemacht. Und hat hier aber auch den Rest der Truppen auch schon relativ hochgelevelt. Will ich jetzt mal nicht sagen. Golem kann noch ein Level vertragen. Die Schweinereiter gehen hier auf 5, okay. Aber ansonsten, Drache ist auf 4, das ist auch top. Und Zauber, ich glaube, da geht nicht mehr so super viel. Nee, ich glaube, da geht nicht mehr. Aber an Truppen kann er halt noch ein bisschen was machen. Und 6er Riesen auch super. Also der Ivo hier vom Clan Elite 9, richtig gut. Ich bin beeindruckt, muss ich mal so sagen. Oh, und er war sogar schon in Titan 2. Sauber, super. Okay. Dann holen wir uns hier den nächsten rein. Das ist ja so ein bisschen so ähnlich wie bei mir in den Livestreams, wenn ich dort Dorfbesuche mache. Hier haben wir den Fundiminator vom Clan Blitzbau. Er ist sogar Leader hier. Ein tolles R8, so wie ich das jetzt schon eigentlich beurteilen kann. King schon auf 10, den Giftzauber schon auf 2 und die dunklen Truppen. Macht die dunklen Truppen, Leute, denn die sind wirklich nicht unwichtig. Pekka geht sicherlich auch noch auf 3 und dann gucken wir mal ins Dorf rein. Oh, das sieht gut aus, ist leider abgeräumt. Das, was ich ja auch befürchtet habe, ab und zu ist halt auch mal was abgefarmt. Aber so wie ich das sehe, ist das schon ein starkes R8, der ist schon dabei,
die Mauern hier auszubauen und wir gucken mal rein. Mortar Level 6. Die Air Defense, die sind alle fertig und ich weiß gar nicht, ob man jetzt überhaupt noch was sieht, wo denn noch was im Bau ist. Ich muss da mal eben so ein bisschen reinscrollen. Nee, ich glaube, ich sehe im Moment hier keinen Bob, der hier irgendwo am Arbeiten ist. Was hat er an Armee ausgebildet? Ah, okay. So kann man natürlich auch angreifen, indem man einfach die Walküren mal tanken lässt. Hat auch 200 Truppen. Sieht gut aus. Ich denke mal, auch er ist auf einem guten Weg, ein RH9 zu werden, aber unbedingt die dunklen Truppen mitmachen, denn die sind für den Start auf RH9 vonnöten. Also die sind ultra wichtig, deswegen macht die dunklen Truppen. Ansonsten sieht das auch hier richtig gut aus. So, jetzt habe ich mir einen rausgesucht, da habe ich mir den Clan weggeschrieben. Also einige haben dann ja doch nicht immer ihren Tech reingeschrieben, sondern haben geschrieben, ja, ich bin im Clan Revolutionär, den gibt es nur einmal mit 50-50. Das war an der Stelle fast richtig, den habe ich ungefähr 100 Mal gefunden, aber mit 50-50 nicht unbedingt. Das ist der Thomas, der sich hier bei mir gemeldet hat. Ich habe ihn gefunden und er ist ein RH10. Hat hier einige Truppen schon auf dem maximalen Level, was man an RH10 haben kann, aber die Helden noch nicht so hoch. Also Thomas, unbedingt die Helden machen und dann gucken wir uns das Dorf auch mal an. Das, was ich ja nicht sehe, sind die Tesla und die versteckten Fallen und Bomben, aber das sieht eigentlich ganz ordentlich aus hier. Du hast die Lager relativ voll, da kann man natürlich die eine oder andere Mauer mal mitmachen. Oder man hat halt nicht so viel Bauarbeiter. Es haben ja nicht alle 5 Bauarbeiter. Und dann kommt es natürlich etwas langsamer zurecht. Ich sehe hier 4 Bauarbeiterhütten. Das geht auch, ich habe ja auch mit 4 gebaut. Aber ansonsten, die sind noch auf 2. Das ist, denke ich mal, auch vollkommen in Ordnung. Denn wenn wir uns so ein bisschen die Heldenlevel betrachten, dann passt die Base ganz gut zu den Helden. Luftabwehr ist hier auch schon, eine ist schon Max. Die Bogenschützentürme, ganz wichtig, die habe ich auch ganz, ganz früh gemacht, denn Bogenschützentürme sind meiner Meinung nach sehr, sehr stark, viel stärker als so ein X-Bogen. Und die X-Bogen hat er auch noch auf Schwarz, das ist super. Da geht eine Kanone hoch, ja, sieht super aus. Und er hat auch 240 Truppen, also perfekt. Sieht wirklich gut aus, auch schönes Dorf, glaube ich. Und ich sage ja immer, Save the Dark, das ist hier schön in der Mitte, geschützt von allen Defensivgebäuden, die man haben kann. Hier hinten die Clanburg ist auch 35, wunderbar. Sieht gut aus, Thomas, bei dir. Und dann schauen wir uns den nächsten an. Okay, die nächste Nummer, die ich mir rausgesucht habe, das ist der Nico, der sich bei mir gemeldet hat. Er ist Level 210 vom Clan Black Forest, ist dort Co-Leader und ist derzeit in der Legende. Das ist natürlich sehr schön, wenn ich hier auch mal etwas aus der Legende mitbekomme. Mit einem Blick sehe ich, dass ihm nur noch der Heilzauber auf Max-Level fehlt. Alles andere ist hier komplett durch und ich denke mal, genauso wird auch die Base aussehen. Ah, starkes RH11 hier. Das gefällt mir richtig gut. Da bin ich noch ein bisschen neidisch drauf, denn ich bin ja noch lange nicht so weit, aber das sieht hier richtig krass aus. Da muss ich auch gar nicht lange rumpickern hier, glaube ich. Hier wird alles auf Maxed Out Level sein. Ich denke mal, die Tesla sowieso, denn wer sich hier oben in der Legendenliege so hoch tummelt, der wird hier auch seine maximale Ausbaustufe gefunden haben. Man sieht das hier auch, die Lager pickepacke voll. Dunkles. Wie viel ist da drin? Oh, auch fast voll. Also super. Super Dorf hier. Richtig klasse. Legendenspieler. Danke, Nico. Super Dorf hier. Das freut mich. Um das Ganze ein bisschen aufzulockern, zeige ich euch richtig tolle Fails aus unserem letzten Clankrieg. Das kann ich euch einfach nicht vorenthalten. Und wir haben hier ein paar wirklich schöne Fails, zum Beispiel vom Thorsten auf die Nummer 4 des Gegners. Ich weiß gar nicht, was der sich dabei gedacht hat, aber der Angriff ist einfach so schlecht, dass er in jedem Fall gezeigt werden muss. Kommt ihr also mit einem Queenwalk gut eigentlich in die Base rein, beziehungsweise an den Baserand, um die Clanburg an der Stelle zu locken. Hier kam jetzt aber noch nicht alles raus. Hier fehlt ihm noch ein Babydrache, der kommt dann etwas später raus. Und bis dahin lief eigentlich alles noch ganz gut. Die gegnerische Queen ist jetzt erstmal dran. Ich meine, immerhin eine 45er Queen. Und es schießt ja noch so ein bisschen was auf meine Queen. Aber jetzt kommen die 5er X-Bogen mit dazu.
und jetzt auch die Magetürme. Oh, und da kommt auch der Babydrache. Jetzt musste er leider seine Queen an der Stelle schon zünden und kriegt aber jetzt richtig Feuer von zwei X-Bögen, dem Magierturm. Und zack, dann war es das mit seiner Queen an der Stelle. Dann hat er überlegt, was mache ich denn jetzt? Wie kann ich jetzt weiter vorgehen? Okay, dann haue ich hier mal die restlichen Truppen raus. Das sind Bola, Valkyren, der King noch mit dabei und ein paar Zauber. Und da ich aber an der Stelle schon fast gesehen habe, das wird ja mal so richtig gar nichts. Aber immerhin, die Valkyren waren kurz mal in der Mitte, springen dann leider wieder raus, so wie es sich gehört. Und dann sind das hier richtig schicke 30% gewesen. Toller Feldhorsten, super. Okay, dann machen wir doch besser mit den Dorfbesuchen weiter. Ich glaube, das ist dann doch etwas netter anzuschauen als so ein Fail, aber das lockert die ganze Sache so ein bisschen auf an der Stelle, denke ich mal. Und wir haben hier den FIB, denke ich mal, vom Clan Schattenkrieger und schauen uns einmal das Dorf an. Er ist also ein RH8, der, denke ich mal, noch nicht ganz so lange RH8 ist, denn einiges ist hier noch auf niedrigem Level. Es fehlt noch ein Magierturm. Ah, da wird er gebaut, okay. Aber die anderen Magiertürme sind auf den Status, wie man eigentlich RH7 hier verlässt. Der King pennt. Ich glaube, ich habe ihn gerade erwischt. Ah, der pennt aber nur so rum, okay. Und sieht aber gut aus. 25er Clanburg hier an der Stelle. Und die ersten Mauern werden schwarz, aber ich denke mal an der Def, da geht noch reichlich. Aber ich glaube, er ist noch nicht so lange RH8. Die sind auch noch auf 4, die gehen jetzt 2 Level hoch. Das heißt, die gehen auf Level 6 und dann sieht das eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Die solltest du auf jeden Fall ausbauen, dass du 200 Truppen bekommst. Und wo wir gleich bei den Truppen sind, mit einem 5er König geht man aus Rathaus Level 7 raus und hat dementsprechend auch noch nicht so viel Dunkeltruppen. Also das dunkle Lager fehlt noch für den Golem und die dunklen Truppen dürfen dann auch noch hier an der Stelle gelevelt werden. Drache geht sicherlich jetzt auf 3, weil das ist für einen frischen RH8 erstmal die Hauptkampftruppe, so wie ich es mal sagen. Denn die ersten Fights hier im RH8-Bereich finden in der Regel mit Drachen statt. So, nächste ID hier in das Feld reingepastet. Wir gucken uns den Lord Leon an. Er ist beim Clan Clash of Mega. Einige Namen, muss ich sagen, kenne ich auch. Die sind bei mir, glaube ich, auch schon mal so hier und da im Stream gewesen. Er ist ja also ein Rathaus 10er mit nicht so starken Helden. 18-18. Das kann man vielleicht noch durchgehen lassen. Ich weiß es nicht. Das kann ich sehr schlecht beurteilen, weil letztendlich maxe ich alles durch. Und wenn er aber hier zurechtkommt, er hat zumindest Defenses hier, also die Base sieht sicherlich auch nicht so schlecht aus. Truppen sehen aber schon mal sehr, sehr gut aus. Da ist er, glaube ich, auf dem richtig guten Weg hier. Und wenn wir uns die Base anschauen, okay, da gehen jetzt beide Infernos hoch. Okay, das kann man machen. Schwächt einen natürlich sehr, sehr starken X-Bogen noch dazu. Ich bin da mal ein bisschen anders vorgegangen, aber da mache ich mal eine extra Folge von, wie ich mir eigentlich mein RH10 abgedatet oder abgegradet habe, in welcher Reihenfolge ich vorgegangen bin, warum ich es so gemacht habe. Und er macht hier jetzt aber auch noch die Lager, so wie ich das sehe, noch nach, die es da jetzt bei RH9 gab vom letzten Update. Hat noch nicht alle Truppen, also die Lager solltest du unbedingt machen, denn 240 sind für ein RH10 wirklich nicht nice to have, sondern must have. Und aber ansonsten sieht das, denke ich mal, ganz gut aus. Vielleicht ist er auch noch gar nicht so lange auf dem Level hier, denn hier geht noch einiges an Def hoch und ich sehe auch kleine Kanone hier. Also ich glaube, er ist noch gar nicht so lange RH10 und hat halt ein paar Heldenlevel verpasst an der Stelle. Wir scrollen hier mal rein. Ah ne, die pennt nur. Und da ist ein Bauarbeiter dran. Okay, also Helden macht er auch. Super. Dann wird das sicherlich auch was. Sieht an der Stelle denn doch ganz anständig aus. Ich glaube, er ist noch nicht so lange RH10. So, nächstes Kürzel ist vom Clan Blubberfisch, sehe ich gerade. Ich glaube, den hatte ich mir heute schon mal rausgepickt. Ja, das ist
Das Dorf 2015-2, dann gibt es bestimmt auch ein 1. Und wir sehen hier ein von den Truppen her und auch von den Zaubern her ein Max Erhard. Und ich denke mal, das Dorf, ich habe es mir nicht anders erwartet, sieht genauso aus. Er ist dabei, die letzten Mauern hier schwarz zu machen. Die Def ist hier komplett maxed out und hat sowieso 200 Truppen. Greif mit einem Go-Vibe an. Oh, das ist krass, ein Golem. 5 Päcker, 9 Magier, sauber. Das ist richtig klasse hier. Und ja, das freut mich natürlich besonders, weil ich genau so einen Account hier auch habe. Der Chief ist ja auch so einer. Und das ist richtig schön hier. Schön durchmaxen. Dann gelingt der Start auf RH9 von ganz alleine. Um das Ganze mal wieder ein bisschen aufzulockern, zeige ich euch den nächsten Fail. Das ist der Donnerbengel mit seinem ersten Angriff hier. Richtig toll gemacht hier der Donnerbengel. Ja? Wenn ihr euch in der Leiste unten umschaut, dann werdet ihr feststellen, dass der Donnerbengel an der Stelle etwas vergessen hat. Ja, kann man machen. Ist mir ja auch schon mal passiert, dass ich tatsächlich versehentlich bei einem Golaloon war. Ich glaube, es war auch da ein Golaloon. Vergessen habe, meine Helden mitzunehmen. Und habe aber trotzdem 3 Sterne geschafft. Das war, ich glaube, den habe ich auch in einem Video festgehalten. Aber beim Donnerbengel hier wurde das leider nichts. Ich denke mal, an der Stelle hatte er auch schon so ein bisschen, na, ich will nicht sagen, die Schnauze voll. Aber sicherlich hat ihn da so ein bisschen die Lust verlassen. Vor allen Dingen jetzt, wo die Clanburg dort noch in der Base rumflattert und er ja jetzt eigentlich gar nichts mehr hat, um die zu eliminieren. Ich meine, er hätte ja jetzt mal den Gift werfen können. Dann hätten die wenigstens nicht so viel Schaden gemacht und mit etwas Glück hätten dann die Lava-Welpen den Drachen wenigstens gemacht. Aber er hatte ja auch noch Pech, dass zusätzlich Luftfallen mit rauskamen. Und so ist das hier auch ein richtig schöner Fail gewesen mit, ich glaube, 44% wären es am Ende. Geht da noch was? Ja, ach, da hat er die Clanburg noch. Mensch, die Bowler. Ja, die reißen die letzten Prozente. 44. Super Fail hier vom Donnerbengel. Richtig klasse gemacht. Und wir besuchen noch ein Dorf, denke ich mal. Alle anderen kommen dann in den nächsten Folgen vor. Und ich werde die Kommentare jetzt auch sperren von diesem Tweet wahrscheinlich, damit dort keiner mehr was reinschreibt, denn alle anderen habe ich natürlich jetzt noch in meiner Datei drin und die werden auch besucht. Aber wir gucken uns hier als letztes den Dudi an. Der Dudi ist vom Clan Band of Heroes, ist dort Co-Leader und ist ein RH9. Hat noch nicht so viele Truppen auf dem Status. Ich denke mal, er ist dann noch nicht so lange RH9. Und ja, das kann man so sehen, er ist noch nicht lange RH9, hat auch längst noch nicht die Armeelager, also die solltest du in jedem Fall ausbauen auf 220 Truppen. Macht ja aber jetzt erstmal hinten die beiden Sammler nach, die gab es ja jetzt beim letzten Update auf RH9 mit dazu. Und mit was greift er hier an? Ah, okay, er nimmt ein paar Heiler, sicherlich für irgendeinen Helden, vermutlich für die Queen. Nimmt meine Lieblingstruppe, die Kobolde, wunderbar, und 15 Mauerbrecher dabei. Top Army, würde ich sagen. Mache ich ja auch sehr gerne. Im Moment bin ich zwar ein bisschen höher und setze sie nicht ein, aber ansonsten ist das auch für mich meine favorisierte Truppe und die Base sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Ich gehe mal davon aus, dass hier in den freien Flächen irgendwo die Teslas rumlummeln und das, was in jedem Fall hochgehen muss, die La kam ja noch mit dazu. Die Las müssen hier hoch. Ich meine, hier muss noch alles hoch. Ich denke mal, er ist noch nicht so lange RH9 und hat aber schon die Doppelkanone hier gebaut. Das ist natürlich auch super. Die 2 Tage hat er dem Bauarbeiter schon mal gegönnt. Und ja, ansonsten sieht das gut aus. Eine schöne Farmbase hier. Ich denke mal, das macht ihm auch nichts, wenn das Rathaus hier so am Rand steht. Er ist in der Goldliga 3. Da kann man das durchaus machen. Hauptsache man schützt seine Ressourcen und vor allen Dingen Save the Dark. Das Dunkle hier schön in der Mitte. Und dann war es das auch mit den Dorfbesuchen. Ich zeige euch keinen Fail mehr. Die nächsten Fails kommen in der nächsten CK-Folge. Wir haben zwar verloren, aber wir haben trotzdem ein paar gute Kämpfe dabei. Ich hoffe, diese Dorfcheck-Burgen-Besuchsfolge, der eine nennt es ja Burgencheck, der eine nennt es Dorfbesuche, hat euch trotzdem gefallen. Ist mal was ganz anderes. 1, 2 CK-Kämpfe damit bei und
alle anderen kommen in den nächsten Folgen vor. Wir müssen das ein bisschen aufteilen, sonst wird das einfach ein bisschen zu lang. Und ich würde sagen, bis dahin, Clash on, euer Toto, Clash.